Grüße, werte Ladies und Gentlemen, wieder zurück im wundervollen Dead Space. Wir sind hier an der Monorail und haben uns eine neue Waffe gegönnt. Dennoch nutzen wir erstmals den Plasma Cutter weiter und verstehen wir noch nicht, wie die hier die Zahlen quasi zugeordnet haben. Die 1 ist oben, die 3 ist links. Warum? Da würden die ja oben gehen, oben 1, unten 2. Wenn links, ja, aber dennoch ist doch keine Ordnung drin. Ich dachte, das könnte man kaputt machen, einfach durchgehen dann. Aber nö, dann müssen wir... Wir haben eh keinen Energieknochen, was versuche ich da überhaupt? Würde ich mal sagen, benutzen wir das, ne? Kapitel 1. Neuzugänge. Abgeschlossen. Oh, das war doch schon das erste Kapitel. Fortschritt speichern. Ja, bitte. Ja, speichern wir doch das hier. Oder hier. Wenn Sie Gegner in Gliedmaßen abtrennen, sparen Sie Munition und bewirken mehr Schaden. Oh, wir fahren mittlerweile schon. Mehr oder weniger sind wir sogar gerade angekommen. Okay, sie hatte weder Augen noch irgendwie viel Leben noch. Aber ich glaube, wir haben. Haben wir? Juhu! Jetzt kann's losgehen! Ich will's aufheben. Inventar ist nicht voll. Ah, weg hier mit. Komm, gib mir. Und tschüss. Was ist denn das? Nicht du. Das hier. Achso, das ist ein Schema dafür. Den Flammenwerfer habe ich noch nie genutzt. Beziehungsweise habe ich schon, nur... Naja, ne? Angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zeitlos. Die Frau ist tot? Das ging aber schnell. Medipack. Etwas zum kaputt machen. Viele Credits. Ich mag Credits. Können wir uns Munition jetzt eigentlich für die andere Waffe jetzt kaufen? Das wäre nämlich sehr hilfreich. Boah, ganz ehrlich, da geht mir mein Handy langsam ein bisschen auf den Sack, weil ich durchgehend Meldungen bekomme, dass doch ein neues Video auf YouTube jetzt verfügbar ist. Und das ist nervtötend. Nö, fürs andere können wir noch keine Munition kaufen. Wie sieht denn die Munition dazu aus? Ist die schon in der Waffe oder benutzt man da auch Plasma-Energie? Nee, die müsste schon in der Waffe sein. Deswegen wird die mir nicht angezeigt. Alles andere würde kaum Sinn ergeben. Ja, gehen wir doch mal weiter. Ich sagte, gehen wir doch mal weiter. Als wäre der gerade noch am Leben. Sind wir das mit den schweren Schritten? Nope, sind wir nicht. Ich glaube, Schritte war auch nicht ganz so richtig.
Danke. Und jetzt einmal hier durch, bitte. Ja, öffnen. Mach doch. Ach, das sieht so sauber. Naja, vergisst. Oh, und jetzt geht die Tür weiter. Munition. Menschen, die wir nicht treffen. Fette Menschen. Hä? Was haben die hier denn versucht? Was ist denn das für eine Kreatur? Soll das ein Mensch sein? Oder andere Humanoiden, die sie vielleicht auf einem anderen Planeten. Nee. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Na wunderbar. Das passiert ja so selten in Dead Space. Hallöchen. Nächster. Und... Ah, das fliegt leider nicht mehr so wie ein Speer. Das finde ich schade. Hallo. Du bist schon tot? Jetzt ja. Nur um nochmal kurz nochmal sicher zu gehen. Tatsache, du fliegst jetzt eher wie so eine Klinge. Das ist schade. Oder? Ich sehe die Dinger gar nicht mal mehr fliegen. Wahrscheinlich dürfen wir da rein. Oder müssen da rein. Ein kleiner Aufzug. Lastenaufzug, okay. Lasst mich hier runter. Kurz Stase auffüllen, weil davon haben wir echt nichts mehr. So, jetzt haben wir ihn auf unserem Leiden. Du lebst immer noch. Weg mit dir, garstige Kreatur. Hinter uns ist was. Jetzt stirb doch. Waffe wechseln geht schneller als nachladen, sagt man doch so schön. Quarantäne aufgehoben. Da bin ich doch mal froh, dass die Quarantäne gerade rechtzeitig aufgehoben worden ist. Sollen wir da rein? Oder? Ja, doch. Für mich sieht es aus, als müssten wir hier rein. Credits! Credits! Erstmal alles plündern, was hier war. Plasma-Energie. Dann ist hier noch was zum Kaputttreten. Ich sagte Kaputttreten, danke. Aber sonst, was ist denn hier? War das... Doch raus, also wahrscheinlich dürfen wir wieder nach oben. Warum sagt es mir das nicht eindeutig? Nee, jetzt sollen wir hier rein. Okay, erstmal wieder alles öffnen. Munition, Munition, Credits. Oh, Isaac, du bist echt schwerfällig. Das ist ja teilweise wirklich ein bisschen anstrengend. Nichtsdestotrotz lieben wir dich. Ja, überspeichern. Denke ich mal. Und jetzt hier rein. Hallo? Ja, was ist denn? Was ist denn? Hallo? Hör mal, das sind Babys am Schwimmen. Jetzt sehe ich doch gar nichts mehr. Helfen Sie mir, ich sterbe. Ich frage mich ja, wie die Leute immer so lange da überlebt haben. Komm zu mir. Nachladen und rein da. Wir hätten den retten können in der Theorie. Ups. Nicht mit mir. Tote Babys bleiben tot.
Aber sag mir nicht, hier gibt's auch so ein scheiß Baby-Level. Nein, 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 nein. Bitte kein Baby-Level. Ich würde mal sagen, diese Babys hier sind aber auch alle tot, ne? Hallo? Jetzt stirb! Du bist tot? Ja? Ich wollte nur sicher gehen. Ich kann gar nicht verstehen, warum die dieses Spiel indizieren wollten damals. So schlimm finde ich es ja auch nicht. Man sieht einen Nippel. Egal. Gehen wir mal von dieser schrecklichen Kinderstation heraus. Ja, Kinder. Und gehen... Keine Ahnung, wir wollten uns Termit holen, ne? So, das holen wir. Energieknoten, das ist doch mal schön. Termit haben wir gerade bekommen. Okay, das Termit, das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Shockpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann mich genug halten. Ich höre da nämlich was Großes kommen. Vielleicht hören wir das Gleiche. Na, nicht unbedingt. Lass uns durch, danke. Hier ist Stase. Nein. Nein, nicht die Dinger. Fick dich. Jetzt lass uns doch mal die Chance, uns zu wehren. Will es mich verarschen? Scheiße. Okay, Ruhe bewahren. Ich wollte... Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es sich einfach hinschmeißt und sagt, okay, ich bin jetzt doch tot. Bei dieser scheiß Köter, kann ich den nicht auch mit dem Cutter einfach umbringen und sagen, das war ein Nekromorph? Nur mal sicher zu gehen. Bei dieser scheiß Köter, ne? Ich wünsche, der verbrennt einfach nur. Am lebendigen Leibe. Ein Shop. Sieht doch ganz gut aus. Aber wir heilen uns erstmal. Voll. Ich glaube, kleinere haben wir nicht mehr. Wir können immer nur noch Dings kaufen. Deswegen würde ich mal sagen, holen wir uns die Strahlenkanone. Einfach mal because. Ja, wie ich recht hatte, ist das hier die 4. Dann gucken wir uns da kurz an, was die sekundäre Waffe ist. Hört sich an, als würde es jetzt Bumm machen. Ja. Ich würde behaupten, das hat Bumm gemacht. Und jetzt sollen wir hier rein. Okay, jetzt sollten wir uns darauf einstellen, dass neue Necromorphs nach und nach kommen. Sogar relativ schnell nach und nach kommen. Ich hasse diese Kotzdinger. Davor wurde immer einmal gewarnt. In Dead Space 2. Oh, da hat ein Überlebender. Vergesst es mit dem Überlebenden, ja? Okay. Wenigstens leben wir noch. Ich habe nicht mal erkannt, was es war. Und was ist das? Ein Textlog. Darüber reden sie über Paranoia, Mord, Geiselnahme, Soziopathen, Halluzination. Okay, alles sehr fragwürdig. Man fragt mich, was das ist. Haben wir eigentlich schon neue Energieknoten? Eigentlich sollten wir jetzt einen haben. Guck ich. Ich will halt jetzt als nächstes meine Rig aufbessern. Das wird ja noch ein bisschen dauern. Genau zwei Energieknoten später.
gebratener Mensch. Was zum Fick willst du denn? Da brauchen wir auch keinen Tutorial-Text, um zu wissen, dass wir da einfach draufschießen sollen. So, wir haben jetzt hier so einen Stromteil. Das stecken wir einfach mal wieder rein. Und hallo, Strom ist wieder da. Ah, für den Aufzug brauchen wir das, oder? Wir gucken mal kurz hier rein. Denn hier ist... Was denn jetzt? Das ist ja ekelhaft, was du gemacht hast. Warum schießt denen immer den Kopf ab? Das ist überhaupt nicht gewollt. Okay, jetzt können wir uns Impulsmunition im Shop kaufen. Und das hört sich wiederum ganz, ganz fein an. Das heißt, ballern bis zum Umfallen. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mal, wie Dead Space 1 endet. Vor allem, wir sind hier am Anfang von Dead Space 1. Und ich frage mich schon, wie es aufhört. Oh, die Stelle kenne ich doch hier auch schon. Ganz ruhig. Jetzt fall doch einfach runter. Damit du auch tot bleibst. Danke. Für die andere Waffe. Okay. Dann geht's wohl hier weiter. Soll man das eigentlich jetzt als Rätsel abstempeln oder einfach nur wirklich ist da, ne? Weil das macht irgendwie halt im Spiel Sinn. So, da haben wir gespeichert. Hallo? Nein? Okay. Oh, scheiße, wir sind im Vakuum. Ich brauche kein Tutorial. Okay, wir haben noch 60 Sekunden Zeit. Wir haben irgendwas gefunden. Ich will Loot, aber auch raus. Okay, wir haben ziemlich viel Munition. Jetzt gehen wir mal aus dem Vakuum raus. Ja, bitte. Auf der Ishimura kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten. Ach so, warum hätten wir hier gerade nicht durchfliegen können? Mal gucken wir doch mal, was hier drin ist.